Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, was machen wir in den heutigen Folgen? Heute arbeiten wir mal nicht an dem Glasweg, ne? Habe ich mir so überlegt, ich würde heute gerne mal, und zwar ist mir was aufgefallen, wir haben doch jetzt hier die ganzen zusätzlichen Slots und so, ne? Das ist lustig, weil es hier dasselbe. Weiß nicht, warum das zweimal da ist. Aber hier, guck mal, wir haben ja hier was Neues, ne? Das setzt sich jetzt ein bisschen doof, aber na gut. Und zwar sieht ihr hier, das ist von Tinker's Craft. Ne? Wir könnten theoretisch eine Maske aufsetzen, einen Handschuh anziehen, ich habe keine Ahnung. Das hier wird übernommen. Ne? Also wir haben ja hier das Normale. Und ihr seht schon hier, das wird übernommen. Wir können aber hier zum Beispiel, ich weiß nicht, was ist denn das? Ein Stirnband? So ein... Oder ein Armband? Oder eine Kette? Irgend sowas. Und hier können wir sogar noch einen Rucksack aufsetzen. Mit den Rucksäcken geht das leider nicht. Also da gibt es dann spezielle Rucksäcke. Und ich dachte, so einen Rucksack craften wir uns mal. Dann haben wir ja vielleicht auch hier ein allgemein größeres Inventar. Ne? Und wir gucken mal, was wir da so machen können. Wir tun uns mal ein bisschen, tun auch mal ein bisschen die Rucksäcke heute aufräumen. Ne? Das wird eine kleine, ruhige Folge. Denn ich möchte demnächst, also ich will die Rucksäcke, ich will dann noch ein, zwei Rucksäcke craften. Und die Rucksäcke möchte ich, wie kann man das sagen? Ich möchte die voll mit Stein packen, also komplett. Und dann würde ich sagen, würde ich echt gerne mal hinten bei bei der Steampunk-Stadt, würde ich da echt gerne mal, ja, anfangen. Ne? Einfach mal vielleicht hier und da die Grundfundamente der Mauer zu setzen, außenrum und so, ne? Einfach mal, dass das ein bisschen losgeht. Die Schienen können wir mal verlegen einfach. Die machen wir ja eben Kreamot, die Schienen, ne? Einfach so, dass das ein bisschen losgeht, ne? Ich finde das ganz gut. So. Hier ist noch Lava drin. Das ist gut. Ich hatte doch noch... Wartet mal. Eisengieß? Aluminium? Kupfergieß? Wie war denn das Rezept? Moment. Ach so, wir haben ja auch noch... Ja, und den Waggon craften wir auch noch. Warte mal, ich schreibe mir das mal schnell auf. Weil sonst vergesse ich den. Waggon kraften. Es gab da nämlich einen bestimmten Waggon. Ich weiß halt nicht, ob der funktioniert. Wie der funktioniert, weiß ich nicht. Aber den würde ich gerne mit euch zusammen machen. Sekunde. Was kann man hier reinpacken? Das schwarze Buch. Zack. Okay. Grundrezepte. Jetzt muss ich kurz mal gucken, war das hier drin? Nein. Das ist das Schleimzeugs. Nö, 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 nö. Hier zum Beispiel, guck mal. Toolstation. Das ist so eine, ne? Feuer. Eine Axt. Eine Rüstung. Oder sowas hier. Das muss man zwar sowas noch machen. Ich meine, wir haben keine Monster an. Ja, das machen wir nicht. Also solche Monster-Items würden wir theoretisch per Kreamot holen. Solange der Mob-Spawner halt nicht funktioniert, kann ich keine Monster anmachen. Weil, wie gesagt, da gibt es diese Golems, die uns dann die Welt zerreißen. Und das, ich hasse das. Das mag ich überhaupt nicht. Aber den Block haben wir auch noch nicht gefunden. Also ist das egal. Ne? Das wäre, wie gesagt, kein Problem. Aber das und das. Ja, da müssen wir erstmal gucken. Ah ne, guck mal hier. Also ein Block, eine Gasträne und Freefall. Was ist dann das hier? Toolstation. Okay. Ah, sowas wäre okay Problem. Das ist ein Problem, weil das haben wir noch nie gefunden. Das ist kein Problem. Federn sind okay. Das ist okay Problem. Das holen wir uns. Die Federn kriegen wir von Hühnchen. Da haben wir auch genug Felder, wo wir Hühnchen krächten. Der Schleimblock ist wieder ein Problem. Ja, da können wir dann, hoffe ich, fliegen. Das wäre irgendwie geil, wenn wir fliegen könnten. Okay. Hier. Dasselbe Spiel. Traveler-Schuhe. Cool. Aber anderer Block, ne? Ja, blau. Und hier brauchen wir grün. Wenn wir das ranmachen, könnte man theoretisch auf Wasser laufen. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Was ist das? Da steht nichts dazu. Das wäre cool, wenn da was dazu stände. Was bringt der Handschuh? Was bringt der Handschuh? Okay, warte, geht's auch nicht. Vielleicht mehr Schaden, dass wir allgemein auch normal mehr Schaden machen, wenn wir keine Dings ausgerüstet haben. Was wollte ich jetzt gucken? Ach so, ich wollte was anderes gucken. Moment.
Sekunde. Ich wollte. Alter, die bunten Äxte. Wie geil. Wartet mal. Nein, nö. Warte. Nö. Ja, das haben wir ja. Kommen wir der Sache näher? Ich weiß es nicht. Nee. Was ist das? Was ist das für Dinger? Silken Clove. Ein was? Siki Juwel. Okay. Ja, das ist dann hier dran, dass das. Hä? Attaching a piston. Adds extra Knockback. To the. Ey, cool. Cool. Was man da alles machen kann, ey. Nice. Ich wollte eigentlich nur wissen. Das habe ich mit dem schwarzen Buch, ne? Und zwar, ja, Schmelzrezepte, das wollte ich. Genau. Moment. Und zwar, folgendes Schmelzrezept. Wir brauchen, ja, wieder Endstone, okay. Hä? Geschmolzenes Glas. Wo ist denn jetzt? Ah, hier, okay. Aluminium Brass, das braucht man, ne? Made from 3 Aluminium und 1 Copper. Okay. Dann können wir das hier voll gießen lassen, gießen das zurück. Aber ist eigentlich egal. Was brauchten wir denn? Warte mal. Ich kann erstmal kurz. Tinkers, genau. Habe ich schon mal gesucht gehabt. Hier gibt es nämlich den Rucksack. Ne? Wir gucken uns den Rucksack mal an. Hier sind die Flügel übrigens. Und so, ne? Traveler Wings. Hier gibt es ein anderes Rezept. Bronzeborn. Wäre eigentlich kein Problem, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Goldborn haben wir auch. Und wie gesagt, Enderperlen. Wir machen nicht mit Monstern. Die Monster-Items, wenn wir sie brauchen, holen wir sie uns. Das wäre kein Problem. Wo ist denn der Rucksack? Finde ich eigentlich ganz geil, ne? Da könnten wir uns das nämlich schon. High Jump. Hier oben ist das seidiger Edelstein. Ist eigentlich ganz cool, ne? Wo ist denn der Rucksack jetzt hin? Ach hier, guck mal. Hier ist er. Da brauchen wir nämlich robuster Eisengriff. Jetzt ist die Frage, haben wir den schon? Robuster Eisengriff. Ach, guck mal, die haben wir schon. Brauchen wir doch nicht. Oh. Na gut. Lassen wir das hier mit ab. Machen wir uns einen Block. Na? Also müssten wir jetzt hier wieder umbasteln. Moment. Zack. So. Zack. Und das. Man muss noch Eisen dann reinpacken. Okay. Das wird wieder eh nicht reichen. Wir hauen das mal dabei hier rein. Geht, gut. Wir haben Kupferbahn. Oh. Ich hau mal das kurz mit hier rein. Okay, wir haben Kupferbahn. Da könnte man theoretisch uns schon ein paar Flügelchen machen, ne? Wir machen erstmal. So, wir machen uns jetzt mal das Eisen. Das waren 8 Stück. Ich weiß nicht, wie viel das hier braucht. Wir können ja mal Stück für Stück wieder was einschmelzen, dass wir wenigstens einen kompletten Eisenblock wieder rauskriegen. Ich hatte noch Eisen mit, ne? Ja, hier. Moment, 2 Bücher und 2 Diamanten. Ne, ein Buch und 2 Diamanten. Es regnet? Okay, es regnet. Bücher hatten wir dann irgendwo, ne? War das hier?
Ein Buch. Ja, das reicht auch schon. Genau, das reicht. Das ist gut. Ihr wisst schon, was ich bestimmt machen will. Ich brauche noch 2 Diamanten. Ne, wir machen uns so einen Magic-Tisch. Es gibt nämlich einen Waggon, den ich gerne mit euch machen würde. Und ja, dann brauche ich halt davon 2. Wie war denn das so? Ich habe mich extra noch Obsidian geholt gehabt. Dass man hier, ne? Gut. Das haben wir. Dann trüffelt es ein bisschen durch. Naja, ist schon ein bisschen älter, ne? Ich mag das nicht, wenn es regnet. Ich hasse das. Ich mag keinen Regen. Regen ist doof. Die Musik ist ein bisschen leise, ne? Was haben wir hier? Ist hier schon alles fertig? Oh, hier ist schon alles fertig. Krass. Naja. Ah, es funktioniert. Das ist schon mal gut. Gut. Machen wir uns 2 davon. Was braucht man jetzt genau? 2-mal das, 1 Gold und... Guck mal, wir brauchen so und so dann das hier. Das geht ja. Und noch ein. Bitte. Leder und das Zeugs. Wir tauschen es gleich wieder aus, ne? So. So, da ist er. Also, wir sind in Ordnung hat hier. Jetzt muss man natürlich gucken. Wie viel Eisen? Ich will wenigstens den ganzen Block wieder rauskriegen. Zack. Mal gucken, ob das reicht, ne? Wir müssen mal gucken. Ob das hinhaut. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir bräuchten jetzt... Ach ja, da müssen wir mal kurz rausgehen. Das haben wir ja... Wir gehen mal kurz schlafen und dann gehen wir raus. Würde ich sagen. Wir hauen uns kurz aufs Ohr, dass der Regen aufhört. Und dann... Okay. So. Also der Regen hoffentlich auf. Und dann holen wir mal schnell noch das... den Jute. Die Jute. Die gute Jute. Hören wir da mal. So. Hops. Die hat man da unten irgendwo ins Wasser gesetzt. Ich erinnere mich. Müsste mittlerweile fertig sein. Theoretisch. Hoffentlich. Ups. Hui. Jawohl. Die ist... Rettet. Okay, die ist verrottet. Na, hier haben wir alles mitgenommen. Und wir haben schon ein 64er Stack. Ja, sehr geil. Und dann können wir ja noch ein paar große Rucksäcke einfach so machen. Ne? Ich meine, den einen Rucksack, da brauchen wir bloß einen von. Wir können ja bloß einen hinten aufsetzen. Ich hoffe, das geht dann auch richtig, dass wir den wirklich... Also, dass wir den hier dann... Dass wir den wirklich, warte, hier dann so hinten drauf haben, ist ja mega geil, wenn das gänge. Und wenn der halt unser Inventar auch wirklich erweitert, das wäre echt cool. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Gucken wir uns gleich mal an. Und einen Goldborn brauchen wir noch, den können wir uns auch gleich holen. Hahaha, das ist mal viel Jute. Da können wir uns dann auch solche Rucksäcke hier machen, wo wir dann einfach Stein mit transportieren. Dann machen wir uns den Rucksack hinten auf dem Rücken, wenn der hinhaut, dass wir da irgendwie unsere Werkzeuge und so drin haben, ne? Lalala. Ich wollte Gold holen, genau. Wir brauchen ein Gold. Wollen wir dies mit den Flügeln gleich mal austesten? Das machen wir später. Das machen wir später mal, ne? Mit den Flügeln, das machen wir später mal. Halt. Halt. Ach so, ich habe ja jetzt eigentlich alles, ne? War das, ist das hier so, oder? Ach, es ist echt hier so, krass. So. Boah, zieht das, wenn wir viel Jute mehr haben. War das dann so hier mit den Bündeln? Wie ging so gebündeltes? Nee. Leder. Hier. Gebundenes Leder. Ah, mit Fäden. Ja, mit Fäden. Ich erinnere mich. Ah, oh, das war Nürnberg. Mit Fäden. Haben wir denn noch Fäden? Ist jetzt die große Frage. Ja, 64 Stück. Es ist ein Traum, sage ich euch. Es ist ein Traum. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal einen Rucksack. Also das war so. So. Tada. Ein Rucksack. Wuhu. Okay.
9. Wir brauchen 8 für den Rucksack, ne? War das nicht so? Ach ja, da müssen wir die Bünd... Ja, okay. Mhm, okay. Ich weiß es noch. Es kommt gerade so wieder. Alles klar. Da brauchen wir 8 davon, ne? Ja, komm, ich hau es gleich hier rein. Na, das gerbt schnell durch. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier. So. Tada, jetzt haben wir einen Rucksack. Guck mal, jetzt haben wir hier diesen extra Rucksack-Slot. Ist ja geil. Haben wir da einen Rucksack? Mega geil. Na, da können wir uns so wichtige Sachen reinpacken. Mega geil. Das feiere ich gerade, das ist echt cool. So, Werkzeuge in die Ecke. Licht dahin. Haben wir den jetzt auf dem Rücken? Oh, haben wir Nüss. Das ist schon, das hätte ich jetzt gehofft, dass man den irgendwie sieht. Das fände ich cool. Ein Rucksack. Sachen aus. Warte mal. Kann man das vielleicht irgendwie anzeigen lassen? Grafikeinstellung. Ob das hier war. Details. Ach nee, warte mal. Doch hier. Oh Gott, wo war das? Wo war das? Wo war das? Ach hier, Steuerung. Open Settings. Creatures. Da. Inventar. Ja, das ist klar. Nee, sortieren nicht. Mehrspieler, nö, Race of War. Rucksäcke. Rucksack öffnen. Small Boat. Spielmechanik. Tinker's Construction. Oi. Zoom. Okay. Verschiedenes Matmas F7. Creatures GUI. Ich muss das mal auf eine andere Tasse legen. Zweiler, nee. Craftstone Mod. Okay. Ach nee, das war ja hier. Ne, wir holen uns das Gegerbte jetzt hier. Ihn können wir auch wieder wegtun. Jetzt haben wir schon mal. Ich finde das cool, dass wir jetzt hier noch so einen Rucksack haben. Gefällt mir, finde ich gut. Haben wieder einen kleinen Rucksack mehr, ne? Das ist sehr schön. Zack. Wir haben noch 7 gegabte Leder, das heißt. Da kriegen wir jetzt 9 raus, das heißt, wir können jetzt 2 fette Rucksäcke machen. Geil, wir können das 2 für den Rucksack machen. Oh, mega. Okay, Farben. Wie will ich meinen Rucksack haben? Ich will... Ja, machen wir den Pink. Nee, Pink nicht, Rosa. Rosa, Rosa ist gut. Zack. Und 2 Rosa in den Rucksäcke. Da tun wir unseren ganzen Stein reinpacken. So. Ne, da tun wir den ganzen Stein reinpacken. Und dann können wir eigentlich auch mal mit der Lok hinüberfahren. Das müsste jetzt theoretisch hinhauen, ne? Hä, wieso haut das nicht hin? Hä? Nee, Moment. Nee, nee, nee. Ich hab irgendwas vergessen. Hier die großen. Wie stellt man die kleinen her? Na klar, so. Und die großen waren doch das Gegerbte. Oder nicht? Natürlich noch eine Farbe dazu und dann wird das dementsprechende draus. Ja, ist klar. Natürlich war das so. Hier haben wir den.
Muss da eine Kiste vielleicht rein? Muss da vielleicht eine Kiste in die Mitte? Also, keine ändernde normale halt. Wo hier oben ist es Uni. Ne, das hat die Farbe dann dazu, wenn man keine Farbe will. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Dann noch eine Farbe rein und es kriegt die dementsprechende Farbe. Pinker Rucksack, nee, gibt's kein Rosa? Also bestimmt der hier. Pinker. Jetzt habe ich keinen blauen. Wie war denn das? Das war ja genau so, ne? Ich meine, wenn ich jetzt sag, okay. Hier, haut hin. Hä? Ich fand die großen Rucksäcke. Ich finde, die kleinen brauche ich nie anfangen. Gut, ich könnte es machen mit den kleinen Rucksäcken einfach. Wäre ein okay Problem. Könnten wir uns noch zwei machen? Also drei Stück insgesamt? Machen wir uns halt kleine Rucksäcke, wo wir einfach Stein drin transportieren. Okay, von mir aus. Also, hä, wie gehen die großen? Die waren doch aber so, ne? Können wir so noch einen machen. Machen wir so Steinrucksäcke hier, wo wir den Stein drin transportieren. Du haust jetzt ab hier. Dafür kommt das da rein. Dann holen wir uns noch ein bisschen Farbe. Machen wir die schön einheitlich, dass die Rucksäcke dann quasi, ne, Steintransportrucksäcke sind sozusagen. 1, 2, 3, 4, machen wir 4 Stück. Da können wir dann komplett vollpacken mit Stein. Das ist natürlich echt gut, wenn es die großen wären, ne? Aber gut. Du musst mal die auf einen bestimmten Tisch machen. Druckpresse, Drucksäcke. Nee, das ist was anderes, ne? Nee, das war was anderes. Ich bin ziemlich sicher, dass die so gingen. Aber. So, die sind jetzt unsere Steintransport wird das, ne? Eigentlich ziemlich geil. Feier ich ein bisschen. Nee, warte mal. Wir machen mal. Als erstes, bevor wir jetzt den Stein holen, ne? Und uns dann auf den Weg machen. Wir bereiten unsere Reise vor. Das hier will ich nämlich haben. Diesen Waggon, ne? Der sollte eigentlich alles drin haben. Wir sollten da drin pennen können. Wir sollten da drin was brennen können. Craften können. Und es soll ein kleines Lager eigentlich haben. Eigentlich sollte er das haben. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt geht der. Komm, nein! Kannst du das mal lassen? Wie viele Rucksäcke? Ich wünschte, wären jetzt die großen geworden, ne? Ach so. Ist ja hier drin. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Eisen. Ich brauche noch einen Ofen. Ein Bett brauche ich auch noch. Habe ich noch Wolle mit? Rein zufällig? Nee. Wolle? Ich habe jeden Scheiß immer mit, die ganze Zeit. Aber gerade das habe ich ja nicht mit. Ja gut, wir müssten noch Wolle haben. Ach, entschuldigt. Ich muss mir einen Tee oder sowas. Ist was? Ich versuche bei den nächsten Aufnahmen, mir mal einen Tee zu machen. Ich versuch's mal gucken, ob es klappt. Okay, aus Eisen. Deinen Kessel brauchen wir noch aus Eisen. Das war es eigentlich noch, in ähnlichen Eisen. Also so ein Kessel noch. 4. Und eins dann noch für unten rein. Ich weiß nicht, passt das jetzt so? Balla. Genau, das ist der Kessel. Eins für unten in der Mitte, die zwei Räder. Das. Jetzt brauchen wir noch ein Bettchen. Eine Kiste, können wir ganz schnell machen, das ist kein Problem. Eine Kiste, eine Werkbank. Ein Ofen und ein Bett. Okay, ein Ofen und ein Bett. Ofen und ein Bett.
gehen wir mal kurz rüber ins Lager. Da sollten wir noch irgendwo. Das war eigentlich hier vorne, ne? Wolle, ja. Drei Wolle, genau. Mehr will ich gar nicht. Und in dem Wagen sollten wir theoretisch alles machen können, ne? Das sollten wir so eine Rundumbasis mit haben. Und weil das sonst zu leer aussehen würde, normaler zweiter Waggon. Ne, würde ich einfach noch so einen kleinen Waggon oder sowas machen wollen. Dass der Zug nicht einfach so mit nur einem Waggon da rumtuckelt, ne? Dass man hier ein bisschen. Ihr wisst schon. Und ich würde gern eine Lok andersrum noch ankoppeln, die wir dann rückwärts ziehen quasi. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In der Mitte, ne? War doch, glaube ich, so, ne? So, warte mal. Also, zack, zack, zack. Um Mitte. Da, da. Batchen. Werkbank, das. Jawohl. Okay, den haben wir. Ist eigentlich ganz easy, ne? Oh, der ist ganz easy. Okay. Dass wir hier noch so ein paar andere Waggons mit dran haben. Und dann würde ich sagen, tun wir da nämlich auch noch. Tun wir vorne eine Lok ran und hinten eine Lok. Ich hoffe, das geht mit dem Waggon. Das war. Ne, wir hatten das Problem, wenn wir die Lok mit der Lok rückwärts fahren, dass die Waggons dann rebellieren. Und da möchte ich gerne gegen vorbeugen. Ne, sie hat nicht mal rebellieren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Ne, ich möchte halt nur, dass die, dass es dann ordentlich fährt. Darum machen wir uns hier zwei davon. Der, ich will der, den in der Mitte haben. Links und rechts davon so einer. Und dann davon, also ne, so hier quasi. Und dann hier eine Lok und hier eine Lok. Ne, dass wir quasi mit der Lok in die Richtung fahren können. Hier mit der in die und mit der in die. Ne, dass wir nicht rückwärts fahren müssen im Prinzip. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Da brauchen wir erstmal, müssen wir uns mal die Lok holen, müssen wir die mal zum Bahnhof bringen. nehmen wir die grüne oder nehmen wir die blaue? Ich mag die grüne irgendwie mehr. Aber wir können die blaue und die grüne nehmen, das ist eigentlich egal. Na, dann nehmen wir die blaue hier, packen die mal dorthin. Dann tun wir uns das zurechtsetzen. Wir haben doch noch irgendwo. Haha, da. Wenn wir das gesetzt haben, tun wir dann mal noch unsere die Rucksäcke, die zwei Äpfel ausleeren, ne? Ein bisschen Holz nehmen wir mit, können wir gleich gut gebrauchen. Ich würde das dann so machen, dass ich dann wirklich dort zwei Folgen mache, vielleicht drei, vier Folgen. Wirklich bis der Stein auch alle ist, ne? Ein bisschen abbauen, ein bisschen abtragen, ein bisschen hinsetzen. Einfach, dass sich das auch lohnt. Wie gesagt, die Fahrt ist 10 bis 15 Minuten. Das ist die Hälfte der Folge. Vielleicht sogar 20, ich weiß es nicht mehr. Lange nicht gefahren. Ne, da ist es ein bisschen besser, wenn wir da oder ein bisschen was dort machen. Dass wir irgendwie alle zwei Folgen hinher und dafür die Hälfte der Folge brauchen, das wäre schon schlecht. Die stand im Prinzip schon richtig, ne? Aber wir machen das mal so, dass. Ah, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, stimmt ja, das dupliziert sich ja. Der Humbug, verdammt. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen nur die Grünen. Jetzt haben wir ja zwei Grüne. Patsch. Dupliziert sich das hier eigentlich hoch? Nein. Okay. So, ein bisschen Abstand, ne? Ein bisschen Abstand. Jetzt haben wir ja die Grüne. Die setzen wir. So, dass die möglichst in die Richtung fährt. Jetzt ist die Frage natürlich, wie rum setzt man die? Und dann setzen wir die Waggons dazu, koppeln die an und setzen dann die andere Grüne auf der anderen Seite hin. Ich würde jetzt hier setzen wollen. Oh, verkehrt rum. Warte. Ist jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt hier noch eine haben. Jawohl. Okay. So, jetzt quasi. Der Hänger hier, ne? Moment. Okay.
Ich hoffe, das geht, dass man den in der Mitte setzen kann. Das ist nämlich der kleine Waggon. Guck mal, ich finde den voll niedlich. Die ist voll niedlich, ne? Okay. Du sollst... Und... Ach, so. Sind jetzt zusammen? Haben die sich angekoppelt? Okay, scheint geklappt zu haben. Hallo? Ah, okay. Ja, es rüttelt hin und her, also das passt. Ne, da haben wir den hier, den Allrounder in der Mitte. Jetzt haben wir noch eine Dampflok, die von der anderen Richtung kommt. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Also, bis gleich.